Schönen guten Abend. Mein Name ist David Magerwall. Ich bin leitender Oberarzt in der Abteilung für Urologie hier in der Asklepios Klinik in Altona und freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen zum Thema Harninkontinenz. Das original ausgeschriebene Thema ist ja Hilfe statt Scham. Ich habe das ein bisschen abgewandelt, einfach weil ich der Meinung bin, dass Inkontinenz in unserer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr mit dem Begriff Scham vergesellschaftet sein sollte. Und freue mich, Sie jetzt in den nächsten gut 45 Minuten durch das Thema führen zu dürfen und würde dann jetzt mit dem Vortrag beginnen. Ich habe den Titel, Sie sehen das hier, ein bisschen abgewandelt, mehr auf die Symptomatik bezogen, wenn es tropft oder drängt, Aktuelles zur Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz und innerhalb des Vortrages werden wir uns zunächst mit den Grundlagen und Definitionen der Harninkontinenz beschäftigen, kurz etwas zur Epidemiologie, also zur Verteilung dieser Krankheiten in der Gesellschaft besprechen und dann im Hauptteil einmal die aktuellen Standards in der Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz beleuchten. Und wir fangen, wie gesehen, an mit den Grundlagen und Definitionen. Hier ein Bild, das ein bisschen was zur Anatomie wiedergeben soll. Sie sehen die Harnblase hier ganz tief im kleinen Becken umgeben oder ja, umgeben von von einer muskulären Struktur, dem Beckenboden, der letzten Endes auch den Schließmuskelkomplex mit bildet. Beim Mann befindet sich unterhalb der Harnblase noch die Prostata, durch die die Harnröhre hindurchführt und dann letzten Endes den Urin nach draußen transportiert. Sie sehen darüber hinaus, dass es eine ganze Menge Nervenstrukturen gibt, die die Blase, den Schließmuskel und den Beckenboden versorgen. Und das lässt schon ein bisschen Rückschlüsse darauf zu, dass die Miktion, die wir ja, wenn sie ungestört ist, als völlig selbstverständlich wahrnehmen, doch ein relativ komplexer Prozess ist, der sehr gut koordiniert werden muss. Denn zum einen muss sich die Blase beim Wasserlassen selbst zusammenziehen, also kontrahieren. Das ist ebenfalls eine muskuläre Struktur. Das alleine reicht aber nicht aus, um Wasser zu lassen, sondern der Schließmuskel muss sich gleichzeitig und koordiniert öffnen, sonst kommt es nicht zu einer ungestörten Miktion, also einem ungestörten Wasserlassen. Und während der Speicherphase ist es eben so, dass der Blasenmuskel entspannt sein muss, um eben eine gewisse Füllung zuzulassen und gleichzeitig der Schließmuskel eben sich kontrahieren, also zusammenziehen muss und dadurch die Harnröhre verschließt, sodass eben eine Harnspeicherung möglich ist. Wenn wir jetzt weiterschauen, dann geht es jetzt so ein bisschen um Begrifflichkeiten. Was ist eigentlich Harninkontinenz? Nur damit wir alle denselben Wissens- und Diskussionsstandard haben. Muss man wirklich viel Urin verlieren, um als inkontinent zu gelten? Und hier die Definition der Internationalen Kontinenzgesellschaft. Und hier ist Inkontinenz tatsächlich definiert als jeder unwillkürliche Harnabgang. Das heißt, egal ob Sie einen Tropfen verlieren oder größere Mengen. Alles wird unter dem Begriff Harninkontinenz zusammengefasst und entscheidend ist letzten Endes der Leidensdruck der Patienten und selbstverständlich gibt es Patienten und Patientinnen,
die eben schon bei geringen Mengen unwillkürlichen Urinabgangs einen sehr hohen Leidensdruck haben. Umgekehrt gibt es allerdings auch Patienten, die eben bei größeren Urinverlusten weniger Leidensdruck haben. Letzten Endes ist es sehr individuell, aber wir fassen zusammen, Inkontinenz ist jeder unwillkürliche Harnabgang. Und wenn wir jetzt mal schauen, gibt es tatsächlich nur die eine Harninkontinenz, ist das eine Krankheit. Und Sie sehen schon, dem ist nicht so. Hier gibt es eine ganze Menge Untergruppen. Wir haben zum einen die Belastungsinkontinenz und die Dranginkontinenz. Das sind die beiden Inkontinenzarten, mit denen wir uns gleich noch näher beschäftigen. Und deswegen werde ich sie in den nächsten Dia erklären. Dann gibt es die Überlaufinkontinenz. Da gibt es unterhalb der Blase, beim Mann ist es häufig die Prostata, eben eine Einengung. Die Blase ist quasi immer voll und nur der Überdruck wird dann unkontrolliert abgegeben. Findet man bei Frauen auch gelegentlich bei Senkungen, also Blasensenkungen oder Beckenbodensenkungen. Dann gibt es selbstverständlich die neurogene Inkontinenz, also Inkontinenzformen, die bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder Morbus Parkinson auftreten oder aber auch nach Rückenmarksverletzungen im Rahmen von Unfallgeschehen zum Beispiel. Es gibt die sogenannte extrauretrale Inkontinenz. Das bedeutet, dass die Harnröhre, also der Schließmuskelapparat, umgangen wird, zum Beispiel, wenn es infolge von Operationen oder Bestrahlungen Fehlverbindungen zwischen der Blase und der Scheide gibt, also der Urin quasi unter Umgehung des Kontinenzmechanismus in ein anderes Organ läuft und hier dann selbstverständlich frei aus dem Körper abläuft. Und es gibt Mischformen. Die erst beiden genannten und rot markierten Inkontinenzen sind mit Abstand am häufigsten in der Gesellschaft vorzufinden und dementsprechend wollen wir uns einmal damit beschäftigen. Jetzt bin ich ein bisschen weit vorgesprungen. Hier einmal die Belastungsinkontinenz. Ich habe Ihnen nochmal die Anatomie hier im Detail aufgezeigt. Das heißt, wir haben hier die Blase mit ihren verschiedenen Muskelschichten, die Harnleitermündung, sehen Sie hier angedeutet, die Harnröhre, dann hier den Beckenboden und daraus hervorgehend der Schließmuskel. Und die Belastungsinkontinenz ist tatsächlich eine Krankheit, die im Wesentlichen nicht die Blase betrifft, sondern den Schließmuskel. Das heißt, wenn eine Belastungssituation auftritt, und damit ist körperliche Belastung gemeint, zum Beispiel durch Husten, Lachen, Niesen oder das Heben von schweren Gegenständen, ein erhöhter Druck im Bauchraum entsteht, leitet sich dieser Druck ja auf die Blase weiter und normalerweise sollte der Schließmuskel in der Lage sein, eben durch Zusammenziehen der Harnröhre diesen Druck zu kompensieren. Bei belastungsinkontinenten Frauen und Männern ist er das in unterschiedlichem Ausmaße nicht und so kommt es bei Belastung, körperlicher Belastung ist hier gemeint, wie gesagt, eben zu unwillkürlichen Harnabgang. Ist also eher eine Erkrankung des Schließmuskels. Die Dranginkontinenz dagegen ist eher eine Erkrankung der Blase. Der Patient verspürt Harndrang und anders als bei blasengesunden Patienten muss er diesem Harndrang unmittelbar nachgeben in einer sehr kurzen Zeit, die mitunter nur Sekunden betragen kann. Und wenn er in dieser Zeit es nicht schafft, eine Toilette aufzusuchen, kommt es dann zum unwillkürlichen Urinverlust. Das heißt, er kann seinen Harndrang nicht kontrollieren. Hier ist das erkrankte Organ, wenn Sie so wollen, die Harnblase, die sich unkontrolliert zusammenzieht oder eben überempfindlich ist und dann den Harn und es dann eben zum Harnverlust kommt, während der Schließmuskel in diesem Fall nicht beteiligt ist. Selbstverständlich, und das werde ich Ihnen noch zeigen, ist es gar nicht so selten, dass es eben auch Mischformen zwischen diesen beiden Inkontinenzarten gibt. Und da sind wir jetzt schon bei der beim nächsten Begrifflichkeit. Was ist eine überaktive Blase? Auch dieser Komplex gehört in den Bereich Inkontinenz. Manche bezeichnen das auch als Reizblase.
Und wie ist das definiert? Das ist definiert als sogenannte Polakisurie. Darunter versteht man, dass man mehr als 7 bzw. 8 Mal am wachen Tag auf die Toilette geht. Dazu gehört die Nykturie, also das nächtliche Wasserlassen. Das sollte beim Blasen gesunden nicht mehr als ein Wasser oder ein Toilettengang pro Nacht vorkommen. Alles, was darüber liegt, wird erstmal als verdächtig oder sogar krankhaft bewertet. Und dann das entscheidende Symptom, der imperative, also befehlende Harndrang, also die Unmöglichkeit, bei dem Gefühl, dass die Blase voll ist, abzuwarten und auszuhalten. Und daraus hervorgeht dann die Drang- oder Urge-Inkontinenz, das heißt der damit verbundene ungewollte Urinverlust bei diesem mitunter sehr stark wahrgenommenen Harndrang. Das sind erstmal, denke ich, die Begrifflichkeiten und wollte Ihnen nun zeigen, wie häufig eigentlich Inkontinenz in der Gesellschaft ist. Denn die Frage ist ja, ist es ein Rand- und Nischenphänomen oder ist es sehr breit in der Gesellschaft verbreitet? Und ich zeige Ihnen hier mal die beiden Hauptformen, wie sie in einer Arbeit von Aoki 2018 publiziert wurde. Und da sehen Sie schon der grüne Kurvenverlauf, das ist die Dranginkontinenz. Sie sehen das hier über die verschiedenen Altersgruppen verteilt und sehen, dass eben die Dranginkontinenz in der Gesellschaft tatsächlich mit zunehmendem Alter ganz deutlich zunimmt und dann eine Prävalenz, also ein Vorkommen hat. Teilweise, das ist divergiert zwischen verschiedenen Arbeiten, aber sicherlich deutlich über 30% und damit mitunter den Charakter einer Volkskrankheit hat, ohne dass es in dem Bewusstsein unserer Gesellschaft ist, diese Krankheit. Wenn Sie sich überlegen, wie präsent Bluthochdruck, Zuckerkrankheit in den Medien sind, da muss man sich schon fragen, wo eben solche großen Krankheitskomplexe eigentlich, warum diese unerwähnt bleiben. Ebenso ein analoger Kurvenverlauf bei den Mischformen, also einer Mischform aus Belastungs- und Dranginkontinenz. Und die Belastungsinkontinenz hat ein bisschen einen flacheren Verlauf, steigt auch nicht so im Alter an, sondern hat seinen Höhepunkt so irgendwo zwischen 40. und 60. Lebensjahr. Das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass danach auch die meisten Frauen und Männer in diese Kurve übertreten, also zu den Mischformen, die hier ansteigen, weil eben dann auch noch eine Dranginkontinenz dazukommt. Und eben eine Hauptursache, darauf gehen wir gleich noch ein, der Belastungsinkontinenz sicherlich auch Schwangerschafts- und Geburtsprozesse sind, was eben bedeutet, dass diese Inkontinenz ihren Schwerpunkt hier in den Jahren nach Schwangerschaften und Geburten hat, so um das 40. Lebensjahr. Wenn wir jetzt uns nochmal andere Arbeiten zu dem Thema anschauen, dann sehen Sie hier, das ist jetzt ein bisschen mehr in Zahlen aufgearbeitet. Hier hat einer mal verschiedene Arbeiten, Emilia Rubilotta ist es aus Genua, hat das zusammengefasst, wie die Prävalenz jetzt der Belastungsinkontinenz ist. Und da sehen Sie, das divergiert sehr stark von 5,2 bis hin zu 36%, also doch große Unterschiede in der Wahrnehmung. Es liegt so ein bisschen daran, dass sich nicht alle an die ganz strenge Definition der Internationalen Kontinenzgesellschaft haben, aber nochmal 36% Vorkommen in der Gesellschaft für die Belastungsinkontinenz. Das ist durchaus zu vergleichen mit den bekannten Volkskrankheiten. Und ich zeige Ihnen diese Daten deswegen, um nochmal zu verdeutlichen, man ist damit nicht alleine. Es ist eher ein Phänomen, dass diese Krankheit nicht viel präsenter auch in Laienmedien vertreten ist, weil ich glaube, es ist ein ganz relevantes Problem. Und hier nochmal zur überaktiven Blase, also zur Drangsymptomatik. Da sehen Sie auch, und das finde ich nochmal ganz gut, aufgeteilt zwischen Männern und Frauen. Diese Krankheiten sind nicht per se eine Domäne der Frauen. Ja, Sie sehen hier die Prävalenz 16,9 gegen 16% zugunsten der Frauen. Aber es ist ein denkbar kleiner Unterschied. Worin sich das unterscheidet bei der überaktiven Blase, ist tatsächlich, dass Frauen, Sie sehen hier 9,3 gegenüber 2,6%,
eine viel häufiger mit dem Drang verbundene Inkontinenz haben, während Männer eher Drangbeschwerden, also eine überaktive Blase ohne Inkontinenz aufweisen. Das ist, denke ich, auch der unterschiedlichen Anatomie geschuldet. Trotzdem, das ist sicherlich ein Beschwerdebild, das beide Geschlechter haben können. Und das sollte man eben nicht vergessen. Und das nochmal eine ganz interessante Arbeit von Coyne publiziert. Diese Arbeitsgruppe hat mal geschätzt, wie hoch die Jahreskosten wohl, die durch Inkontinenz verursacht werden, sein werden im Jahr 2020. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Für 2015 wurde, die Arbeit ist von 2014, wie Sie hier sehen, wurden Kosten von 76 Milliarden US-Dollar angezeigt und das hatte sich tatsächlich auch so bestätigt. Und für dieses Jahr dürfen wir ungefähr Kosten von 82,6 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten erwarten, die alleinig durch Inkontinenz verursacht werden. Da sehen Sie auch, welches gesundheitsökonomische Potenzial beziehungsweise welches gesundheitsökonomische Risiko hinter der Krankheit steckt. Hier eingerechnet sind nicht nur die direkten Behandlungskosten und Versorgungskosten, zum Beispiel durch Hilfsmittel wie Vorlagen, sondern auch der Arbeitsausfall durch die Patienten, denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Dranginkontinenz haben mit bis zu 30 oder 40 Toilettengängen, schränkt es Ihr Berufsleben massiv ein. Und von daher finde ich die Zahlen sehr interessant, weil sie eben einfach auch nochmal die Dimension nochmal verdeutlichen. Und wenn wir das Ganze jetzt noch vor dem Bild des demografischen Wandels, das kennen Sie selbstverständlich, Sie wissen, dass sich die Alterspyramide verschiebt. Und wenn wir diese Problematik nochmal über die Alterspyramide legen und Sie sich nochmal vergegenwärtigen, was für Daten wir gerade gesehen haben, dass nämlich die Dranginkontinenz mit dem Alter zunimmt. Wenn wir nochmal überlegen, welche Kosten im Gesundheitssystem entstehen, dann glaube ich, haben wir es hier doch mit einem großen gesundheitspolitischen Themenkomplex zu tun. Und ich finde es eben ein überaus wichtiges Thema und werde auch in der Zukunft weiter daran arbeiten, dass das präsent bleibt oder wird erstmal. So, jetzt wieder zurück zur Medizin. Was gibt es eigentlich für Risikofaktoren für eine Harninkontinenz? Und Sie sehen schon, da gibt es doch eine ganze Reihe von Gründen. Ich hatte schon erwähnt, Schwangerschafts- und Geburtsprozesse können ein Risikofaktor sein, einfach dadurch, alle Organe im Körper sind letzten Endes an Bandstrukturen aufgehangen. Und diese Bänder, die zum Beispiel die Gebärmutter, die Blase, auch die Scheide fixieren, die können durch Schwangerschafts- und Geburtsprozesse überdehnt werden oder sogar reißen, sodass die Organe tiefer treten. Auch der Schließmuskel ist letzten Endes an einem Bandapparat aufgehangen, sodass das eine relativ häufige Ursache ist. Selbstverständlich können Operationen im kleinen Becken eine Ursache sein. Harnwegsinfekte können Inkontinenz simulieren oder Inkontinenz zumindest, aber Drang kann ein wichtiger Bestandteil von einer Harnwegsinfektsymptomatik sein. Blasenentleerungsstörung, das hatten wir gerade mit der Überlaufinkontinenz. Das heißt, wenn die Blase zu voll wird, kann es sein, dass der Überdruck unkontrolliert abgegeben wird. Adipositas, also Übergewicht, kann ein wichtiger Grund sein, wenn Sie nochmal an den Mechanismus denken, dass eben durch Druck auf der Blase bei einem defekten Schließmuskel, bei der Belastungsinkontinenz eben es zum Urinverlust kommt. Ist klar, je höher der auf der Blase lastende Druck ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Urin verliert. Blasentumore können Drangbeschwerden bis hin zur Inkontinenz verursachen, wobei das sicherlich in dem Gesamtkonzert nachgeordnet ist, aber das gibt es und deswegen sollte das auch in der Diagnostik mit berücksichtigt werden. Verstopfungen, also ein Darmproblem kann Inkontinenzsymptome hervorrufen, nämlich wenn man durch sehr starkes Pressen eben einen Bauchdruck entwickelt, der über den Schließmuskeldruck hinausgeht. Selbiges gilt für Husten und Rauchen. Wir hatten ja schon gesagt, dass eben durch den
Steigerung des Bauchdrucks, zum Beispiel beim Husten, Lachen, Niesen, es bei einem vorgeschädigten Schließmuskel oder einem zu tief stehenden Schließmuskel zu ungewolltem Urinverlust kommen kann. Herz-Kreislauf-Krankheiten haben hierauf einen Einfluss oder eine übermäßige Urinproduktion, genauso wie neurologische Erkrankungen, die hatten wir gerade schon aufgelistet, Prostataerkrankungen wie das Prostatakarzinom oder Adenom, genauso wie viele Medikamente, da werde ich gleich näher noch drauf eingehen, weil das relativ unbekannt ist, dass die einen sehr großen Einfluss haben. Alter hat natürlich einen Einfluss, damit verbunden bei Frauen auch in der Menopause und anschließend Östrogenmangel und natürlich Beckenbodenschwäche kann hier ein Grund sein. Und Sie sehen schon, und das ist auch ganz wichtig später, wenn wir über Diagnostik reden, man muss als Arzt eine ganze Menge Ursachen denken, um einen Patienten dann auch individuell perfekt beraten und therapieren zu können. Das Ganze hat natürlich auch Folgen, die spielen sich im Wesentlichen im psychosozialen Bereich ab. Das heißt, es kommt zu einem Verlust an Selbstvertrauen, Reduktion sozialer Interaktionen. Das heißt, man traut sich vielleicht nicht mehr aus dem Haus, ja, man traut sich auch nicht mehr in eine Umgebung, wo man nicht sicher weiß, wo sich Toilettenräume befinden, verzichtet dadurch auf Freizeitaktivitäten. Mitunter kommt es zum Verlust sozialer Kontakte. Es tritt eine Angst vor Institutionalisierung ein, also dass man immer sehr gebunden ist an eine gewisse Umgebung, wie zum Beispiel eben eine gewisse Toilettenstruktur. Man ist abhängig davon sicherlich. Es kommt auch zu einer Veränderung von Partnerschaftlichkeit, mitunter mit verminderter sexueller Aktivität und letzten Endes zu Scham, depressiver Verstimmung oder Depression. Es gibt aber mitunter auch körperliche eben Folgen. So gibt es eine ganz spannende Untersuchung, dass Patientinnen, das war jetzt an Patientinnen gemessen, mit Drang und Dranginkontinenz doppelt so häufig Knochenbrüche erleiden in der Arbeit wie Nicht-Inkontinente. Vergleichsperson, einfach dadurch, dass wenn man nachts aufsteht und dann im Dunkeln eben sozusagen sich bewegt oder noch verschlafen ist, man eine größere Fallneigung hat, und inkontinente Patienten haben auch durchaus mehr Harnwegsinfektionen als gesunde Kontrollpatienten. Das heißt, wir haben es hier schon mit einer relevanten Erkrankung und nicht mit einem Zustand zu tun, den man einfach so hinnehmen sollte. Das zur Epidemiologie, und damit schwenke ich auch schon in sozusagen den Hauptteil. Es geht ja um Diagnostik und Therapie vor allen Dingen, und möchte mal mit der Diagnostik anfangen. Und ich habe hier mal aufgelistet, wie so der typische Workup bei uns in der Abteilung ist, wenn Sie sich bei uns mit einer Inkontinenzsymptomatik vorstellen. Ich darf sagen, dass wenn man eben sozusagen eine komplette medizinische Abklärung hier bekommt, das mitunter bis zu 1,5 Stunden dauert. Das Ganze beginnt mit einem Arzt-Patientengespräch, das ich für ganz essentiell halte. Es gibt dann anschließend noch Fragebögen, die eben nochmal helfen sollen, das Problem zu objektivieren. Ganz entscheidend ist, und das zeige ich Ihnen gleich noch, deswegen erwähne ich es hier erstmal nur als Wort, dass ein Miktionstagebuch geführt wird. Das ist sozusagen jetzt erstmal der Gesprächsteil, und dann geht es in den Teil der körperlichen Untersuchung über, bei dem eben neben Abtasten des Bauchraumes auch eine bei Frauen eine frauenärztliche Untersuchung erfolgen sollte. Das heißt, wir machen eine Spekulumuntersuchung, schauen uns einmal die Anatomie der Vagina an und wie in der Vagina das Verhältnis von Blase, Enddarm und Gebärmutter oder Scheidenstumpf, wenn die Gebärmutter entfernt wurde, wie diese Organe zueinander stehen oder ihr Verhältnis zueinander ist, bezogen auf eben die Anatomie. Ultraschall spielt eine wichtige Rolle, der vom Bauchraum gemacht werden kann, vom Damm oder eben von der Scheide aus, mitunter auch alles drei gemeinsam. Wie gesagt, nur das einmal, es ist keine Domäne der Frauen. Wir sehen auch eine ganze Reihe männlicher Patienten, das zeige ich Ihnen gleich noch. Männer sind hier insofern ein bisschen seltener, als dass zumindest die Belastungsinkontinenz häufig die Folge einer Operation ist. Aber nichtsdestotrotz sind etwas mehr als ein Drittel unserer Patienten Männer.
Urofloometrie und Urodynamik, das sind Untersuchungen, die man unter Harnstrahlmessung zusammenfassen kann. Die Urofloometrie ist ein bisschen einfacher. Hier lässt der Patient sozusagen einfach Wasser in eine Toilette und dann kommt an einem Teststreifen raus, wie viel Volumen abgegeben wurde und wie hart der Harnstrahl ist. So ähnlich wie kmh beim Auto kommt hier etwas wie Milliliter pro Sekunde heraus und da kann man dann schon mal grob orientierend ablesen, ob es eben Beschwerden gibt. Und bei der Urodynamik werden tatsächlich Messkatheter in die Blase eingebracht, die uns genau zeigen, wie der Blasenmuskel funktioniert, beziehungsweise die Blase mit einer Kamera kann sehr wichtig sein, einmal um den Schließmuskelapparat zu beurteilen, zum anderen um Krankheiten auszuschließen, die eine Inkontinenz simulieren bzw. bedingen, wie Blasentumore. Und Röntgenbilder können eine wichtige Rolle spielen, genauso wie die probatorische Einlage eines Platzhalters, also eines Pessars in die Scheide. Auch darauf werde ich gleich noch eingehen. Deswegen belasse ich es hier erstmal bei der Kurzbeschreibung. Und ein wichtiger Teil der Anamnese, und das hatte ich Ihnen ja gerade gesagt, Medikamente haben doch einen ganz entscheidenden Einfluss auf unser Wasserlassen. Und deswegen ist ein entscheidender Teil der Anamnese, was für Medikamente Sie nehmen. Und ich möchte Sie jetzt nicht alle im Einzelnen mit Ihnen durchgehen, aber eine ganze Reihe von Blutdruckmedikamenten, eine ganze Reihe von Psychopharmakern, sei es, sind sozusagen oder beeinflussen das Wasserlassen. Ja, Sie sehen hier Antiepileptika, Antiparkinson-Mittel, dann Diuretika, also Tabletten, die das, die Urinproduktion fördern, aber auch Narkotika, also Narkosemedikamente und so weiter. All diese Medikamente können das Wasserlassen beeinflussen und zumindest die Blutdruckmedikamente sind doch sehr, sehr verbreitet in unserer Gesellschaft und deswegen ist es innerhalb dieser Untersuchung sehr wichtig, sie auch diesbezüglich kennenzulernen, um eben dann eine perfekte Beratung folgen zu lassen. Das ist ein Miktionsprotokoll oder eben ein Trink-Toilettentagebuch, wie es von der Deutschen Kontinenzgesellschaft empfohlen wird. Und das finde ich insofern ganz wichtig, als dass Sie dieses Protokoll zu Hause ausfüllen können. Das heißt, alles, was im Krankenhaus passiert, passiert ja in einer Art künstlichen Umgebung für Sie. Mitunter sind die Patienten auch angespannt, ja, und es spiegelt nicht ihre Normalität wider, aber in so einem Miktionstagebuch oder Trinktoilettentagebuch können Sie eben ganz genau eingeben. Hier können verschiedene Tage ausgefüllt werden nach der Uhrzeit, wie viel Sie trinken in Milliliter, wie viel Sie urinieren. Dafür kann man sich einen billigen Messbecher kaufen, indem man dann das Wasser lässt, wann es zu Harndrang kommt, ob es zum Urinverlust kommt und ob Vorlagen gewechselt werden müssen. Wir tun da auch, in welchem Zustand dann diese Vorlagen gewechselt werden. Sind diese Vorlagen nur leicht feucht oder vollständig durchnässt? Und wenn man so ein Miktionsprotokoll dann mit zum Arzt bringt, dann kann der schon sehr genau erkennen, wo eben der Schwerpunkt der Krankheit liegt und das eben gemessen in ihrem normalen Alltag. Deswegen finde ich das ganz charmant und sicherlich eins der wichtigsten Untersuchungsmethoden bei der Inkontinenz. Die Blasendruckmessung wollte ich Ihnen noch kurz vorstellen. Sie sehen hier rechts im Bild so ein bisschen Kurven, die könnten für einen Laien, und was das Herz angeht, da dürfen Sie mich ruhig auch als Laien verstehen. Die sehen also so ein bisschen wie ein EKG aus. Und tatsächlich ist die Blasendruckmessung so ein bisschen das EKG, also das EKG bezieht sich aufs Herz, das ist eine Herzschrift, und die Urodynamik, wenn Sie so wollen, ist sozusagen eine Blasenschrift. Ja, das heißt, es kommen auch hier Messkatheter, eben einer in die Blase, einer in den Enddarm, um eben den Bauchdruck hinterher rausrechnen zu können. Das sind ganz dünne Messkatheter, die lassen sich extrem einfach einführen in der Regel. Und dann kommen noch Klebeelektroden auf den Damm, das heißt bei der Frau links und rechts direkt an den großen Schamlippen, beim Mann direkt unterhalb des Skrotums auf den Damm.
Und dann wird die Blase ganz langsam gefüllt, wie es auch ihre Nieren tun würden und auch gleichzeitig natürlich machen. Und dann kann man eben sehen, ob der Blasenmuskel sozusagen ihrem Gehirn gehorchen kann oder ob er sich verselbstständigt hat, sich selbstständig zusammenzieht, obwohl sie das gar nicht wollen, sich also ihrer willkürlichen Kontrolle entzieht. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Untersuchungsmethode, weil es eben da tatsächlich um die Feinheiten gibt, wenn es später eben auch zu einer Therapieentscheidung kommt. Das hier ist ein MRT. Sie sehen hier, das ist ein MRT. Da kann man sich nicht einfach nur reinlegen und ruhig sein. Das ist sozusagen bei vielen anderen Krankheiten gewünscht. Das hier ist ein sogenanntes dynamisches MRT. MRT ist also ein Dünnschichtröntgen. Das heißt, Ihr Körper wird in ganz dünnen Schichten gerönt. Und Sie sehen hier, das Weiße ist die Blase in Ruhe. Und das hier ist der Enddarm, ebenfalls in Ruhe. Und dann wird der Patient im MR aufgefordert zu pressen. Und Sie sehen, wenn Sie mal hier so eine Linie ziehen, dass die Blase auch so ein bisschen unterhalb der Linie tritt, aber eben hier zum Beispiel der gesamte Enddarm nach unten rutscht. Das heißt, wir sehen hier eine ganz ausgeprägte Beckenbodenschwäche, insbesondere bezogen auf den Enddarm. Das bedeutet in der Medizin eine Rektocele. Sowas kann Einfluss, hat selbstverständlich auch Einfluss auf den Stuhlgang, kann aber auch Einfluss aufs Wasserlassen haben, weil alle Strukturen irgendwie zusammenhängen durch ihre enge Nachbarschaft in dem kleinen knöchernen Becken und die Blase so auch mit affektiert wird. Kann man in solchen Bildern sehr schön darstellen. Das ist keine Routineuntersuchung, aber bei speziellen Fragestellungen kann uns so eine Spezialuntersuchung doch noch mal weiterhelfen. Und da sehen Sie schon, es wird ein ganz enormer Aufwand betrieben, der dem Aufwand für viele andere Krankheiten in nichts nachsteht, um eben sie später perfekt beraten zu können. Und da sind wir im Prinzip auch schon beim letzten Kapitel, nämlich bei der Therapie. Und ich fange mal an mit der Belastungsinkontinenz. Das hier sind die europäischen Leitlinien, wie man mit so einer Belastungsinkontinenz therapeutisch umgehen sollte. Und das wird von links nach rechts immer mehr invasiv. Und man sollte immer, wenn man an Therapie denkt, nie in der Mitte oder rechts anfangen, sondern es gibt eine ganz klare Kaskade. Wir fangen also links an, auch als Therapeuten. Und das bedeutet erstmal Lebensstil, Veränderungen beziehungsweise Verhaltenstherapie. Das heißt, wenn eine Adipositas besteht, sollte eine Gewichtsreduktion erfolgen. Kaffee hat einen unheimlich reizenden Einfluss auf die Blase, erhöht auch mitunter den Harndrang und die Urinproduktion. Das heißt, wenn man ein ganz exzessiver Kaffeekonsument ist, kann auch die Reduktion dieses Konsums schon das Wasserlassen positiv beeinflussen. Eine Rauchentwöhnung ist sicherlich essentiell. Blasentraining, also sich selber ablenken sozusagen, ja, oder in dem Fall die Blase auch stabilisieren, häufig eben physiotherapeutisch. Das ist hier unten nochmal aufgeführt. Unser Beckenbodentraining, das werde ich gleich erwähnen. Hier steht Flüssigkeitsaufnahme einschränken. Das finde ich als Urologe nicht ganz passend, aber man kann das modifizieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt ins Theater möchte, dass man eben vielleicht in der Stunde oder in anderthalb Stunden davor die Flüssigkeitsaufnahme tatsächlich reduziert. Sonst empfiehlt es sich, denke ich, in der häuslichen Umgebung ganz normal zu trinken, sich einen regelmäßigen Entleerungsrhythmus anzugewöhnen. Das heißt, vielleicht nicht immer auf Harndrang zu warten, sondern so ein bisschen nach der Uhr auf Toilette zu gehen, sofern das möglich ist. Es gibt Inkontinenztampons und Pessare, also Platzhalter, die man ganz einfach in die Scheide einbringen kann, auch als Patient selbst, die dann Druck auf die Harnröhre ausüben und so die Kontinenz verbessern. Und ganz entscheidend, finde ich, ist Beckenbodentraining. Das sollte physiotherapeutisch angeleitet sein und ich komme gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber eben Physiotherapeuten decken ja eine sehr große Breite auch an Erkrankungen ab und es macht hier Sinn, einen speziellen Beckenbodentherapeuten aufzusuchen, also einen Physiotherapeuten, der hier eine gewisse Expertise hat. Sie sehen schon, dass auf der Medikamentenebene hier nicht ganz so viel für diese Krankheit zur Verfügung steht.
Das heißt, wir haben hier mit dem Duloxetin eine Substanz, die streng genommen gar nicht für die Inkontinenz entwickelt wurde, sondern eigentlich ein Psychopharmakon ist, das aber auch einen positiven Effekt, der mit häufig zeitlich limitiert ist auf die Kontinenz, hat einen positiven, allerdings auch nicht ganz unerhebliches Nebenwirkungsspektrum und für Männer, obwohl auch hier die Wirkung nachgewiesen ist, aktuell nicht zugelassen ist. Östrogene bei der Frau können relevant sein. Hier sprechen wir immer von den lokal applizierten Östrogenen, also einer Östrogensalbe oder einem Östrogenzäpfchen, das in die Scheide eingebracht wird. Und es gibt eine Reihe von Frauen, die hier Bedenken haben, insbesondere was das Brustkrebsrisiko anbelangt oder Frauen, die einen Brustkrebs hatten und hier Sorge vor einer Wiederkunft haben. Und die kann, glaube ich, genommen werden, weil wir eine sehr gute Datenlage haben, dass lokal verabreichte Östrogen, also eine Östrogensalbe in der Scheide, das Risiko nicht relevant erhöht. Ganz anders, als wenn die Östrogene als Tablette gegeben werden. Hier ist zum einen der Effekt auf die Kontinenz nicht so gut, zum anderen aber auch das Risiko eben verbunden mit Brustkrebs gleich ein ganz anderes, als wenn man eine lokal aufgetragene Salbe verwendet. Und wenn all das nicht hilft und nur dann, dann kommt sozusagen der Inkontinenzchirurg ins Spiel. Das zeige ich Ihnen gleich noch, was es hier für Möglichkeiten gibt. Der Klassiker heutzutage sind eben Inkontinenzbänder für Mann und Frau. Und ich werde Ihnen gleich noch die Technik zeigen. Und ganz am Ende steht für Patienten, die wirklich eine ganz ausgeprägte Inkontinenz haben und bei denen schon quasi alle vorher genannten Therapieoptionen ausgeschöpft worden sind, kann tatsächlich die Blasenentfernung eine absolute Notlösung sein, mit dann eben einer Harnableitung im Sinne eines Stomas, also eines künstlichen Ausgangs. Und jetzt wollen wir uns einmal die OP-Techniken angucken, beziehungsweise überhaupt die Therapien. Und hier haben wir natürlich erstmal die konservativen Therapieoptionen, wie angesprochen. Beckenbodentraining ist ganz entscheidend, sollte physiotherapeutisch angeleitet sein, von einem Physiotherapeuten mit entsprechender Expertise. Das ist, denke ich, selbstverständlich, weil sich auch dieses Fach immer weiter verbreitert hat. Und auch ein Urologe ist vermutlich nicht der perfekte Ansprechpartner, wenn es um Kniebeschwerden geht. Und auch Physiotherapeuten haben Subspezialisierung. Da sollte man sich also kundig machen, um den optimalen Therapieerfolg zu haben. Wirkung von Biofeedback und Elektrostimulationstherapie sind umstritten. Sie werden mit angeboten. Der Effekt ist nicht so klar wie eben vom klassischen physiotherapeutischen Training. Und die Medikamente haben wir aufgezählt und auch schon beschrieben, das Duloxetin oder die lokale Östrogentherapie. Und wenn wir mal weiterschauen, dann sehen Sie hier die Pessare, also die Platzhalter, die man sich in die Scheide einführen kann. Nicht alle sind für Inkontinenz geeignet. Eine ganze Reihe dienen auch zur Versorgung von Patientinnen mit Beckenbodenschwäche. Aber Sie sehen, es gibt eine ganze Menge Formen, alle Formen auch in unterschiedlichen Größen. Und zum Beispiel hier, gerade wenn vorne noch so eine, sagen wir mal, Verdickung ist oder die Inkontinenz-Tampons, die können eben durch Druck auf die Harnröhre von der Scheide aus tatsächlich die Kontinenzsituation verbessern und zählen zu den konservativen Therapien. Und wenn wir jetzt an die operativen Therapien denken, dann ist seit Mitte der 90er Jahre eigentlich für die Frau, wir reden zunächst mal über die Frau, das Inkontinenzband, die neue Standardtherapie, wobei neu für eine Therapie, die es jetzt mittlerweile seit 25 Jahren gibt, auch nicht mehr ganz angezeigt ist, denke ich. Die Ergebnisse sind exzellent, die Komplikationsraten überschaubar bis niedrig, würde ich sagen. Ist ein kleiner Kunststoffsteg, also letzten Endes aus Gore-Tex, ganz leichtes Material. Sie sehen, dass es in zwei Weisen unter die Harnröhre aufgebracht werden kann. Einmal so U-förmig, dann wird es hinter dem Becken ausgeleitet oder hier zur Seite, nicht immer an den Beckenknochen jeweils verankert, wenn man so möchte. Und Sie sehen, dass die Harnröhre sozusagen jetzt wie auf einer Hängematte liegt. Und das soll sozusagen, ein bisschen sollen diese Bänder, die geschädigten Bandstrukturen, die eigentlich den Schließmuskel in seiner Position halten, sollen diese
Bänder ersetzen und den Schließmuskel, der vermutlich durch den Banddefekt ein bisschen zu tief gerutscht ist, jetzt wieder in seine ursprüngliche Position anheben und dadurch eben wieder an den ursprünglichen Ort zurückbringen, wo er seine Arbeit am besten vollbringen kann. Und das führt tatsächlich in um die 90% zu Langzeit erhaltener Kontinenz bei einer recht geringen Komplikationsrate, und dadurch ist es auch die Standardtherapie, kann minimalinvasiv eingebracht werden, etwa 1 Zentimeter Schnitt in der Scheide, 2 Ausstiche entweder ganz unten im Unterbauch über dem Beckenknochen, den Sie vorne bei sich am Bauch tasten können, oder an den Seiten, so unterhalb der Leisten, und dementsprechend auch mit einer sehr kurzen Krankenhausaufenthaltszeit von 1 bis 2 Tagen verbunden. Das alles sind eben Kriterien, die das zu einer Standardtherapie haben werden lassen. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch, sind die Therapien auch noch sozusagen vorhanden, die vor den Bändern etabliert waren. Das ist zum einen die sogenannte Kolposuspension nach Birch, wo man eben das Gewebe, es ist eine Operation, die vom Bauchraum aus durchgeführt werden kann, entweder laparoskopisch oder offenchirurgisch, bei dem das Gewebe neben der Scheide bzw. neben der Harnröhre mit Nähten an das Becken gezogen wird und so auch sozusagen die Harnröhre und damit auch der Schließmuskel wieder nach oben in die ursprüngliche Position befördert werden. Oder man nimmt eine Faszie, also eine Muskelhaut, und Sie sehen auch hier folgt das Ganze so ein bisschen der Hängematten-Theorie, das unter die Harnröhre gelegt wird und dadurch den Schließmuskel anhebt. Das sind im Prinzip die klassischen Operationsverfahren, wobei ich sagen darf, dass in etwa 90% mindestens der Operationen heute Bandoperationen, sich auf Bandoperationen beziehen und die letztgezeigten das Portfolio ergänzen und in Spezialindikationen trotzdem noch ihren Stellenwert haben. Und ich denke, man sollte als Inkontinenzchirurg eben auch ein entsprechend breites Portfolio besitzen, um allen Patienten gerecht zu werden. Beim Mann ist es so, Sie sehen hier jetzt auf den Damm, ja, hier oben angedeutet noch der Hodensack, also das Skrotum, hier unten wäre der After, also Sie gucken auf die Gewebebrücke zwischen Hodensack und After, und auch hier kann man über einen Schnitt an die Harnröhre kommen, die ja beim Mann deutlich länger ist als bei der Frau. Wir reden hier von im Mittel 16 cm gegenüber 3 cm. Und auch hier kann man, sofern der Schließmuskel selbst nicht geschädigt ist, sondern seine Aufhängung, ein Band in analoger Technik einbringen. Das ist der eine Weg, eine Belastungsinkontinenz beim Mann operativ zu behandeln. Der andere ist tatsächlich, einen künstlichen Schließmuskel einzubringen. Auch hier sehen Sie den Zugang über den Damm. Auch hier wäre der Hodensack hier oben und der After hier unten. Und Sie sehen hier die Harnröhre, die operativ freigelegt worden ist. Da kommt man relativ leicht dran. Sie sehen, hier ist nicht viel Gewebe darüber. Und so ein künstlicher Schließmuskel besteht letzten Endes aus 3 Komponenten, nämlich einmal der Manschette, die den eigentlichen Schließmuskel imitieren soll und um die Harnröhre gelegt wird. Eine Pumpvorrichtung, die ist recht klein und wird im Hodensack platziert, bei Rechtshändern rechts, bei Linkshändern links, und einem Ausgleichsreservoir, das im Bauchraum liegt. Sie sehen, dass die 3 Komponenten miteinander verbunden sind. Jetzt ist es so, dass wenn der Schließmuskel die Harnröhre hier zusammenkneift, sich die Blase ganz normal füllt. Die Blase sendet dem Gehirn sozusagen das Signal, ich bin voll, ich möchte Wasser lassen. Jetzt ist es so, dass das Gehirn natürlich nicht diesen künstlichen Schließmuskel direkt ansteuern kann, wie einen gesunden. Das Gehirn sagt aber der rechten Hand, Mensch, drück doch mal hier auf den Knopf 2-mal, und dann drückt der Patient auf die Pumpe. Das tut nicht weh, weil er nicht auf den Hoden drückt, die liegt direkt unter der Haut, sondern er drückt wirklich auf die Pumpe. Und dann fließt die Flüssigkeit aus der Manschette in dieses Ausgleichsreservoir. Wasser lassen ist möglich, und nach 30 bis 60 Sekunden, und das erledigt das System von selber, fließt die Flüssigkeit wieder in die Manschette zurück, kneift die Harnröhre dadurch zusammen und gewährleistet so Kontinenz in einem sehr, sehr hohen Grad. Auch hier sind die Kontinenzraten um die 90%.
Selbstverständlich ist es ein relevanter Fremdkörpereinsatz, der hier stattfindet. Und selbstverständlich gibt es hier auch Komplikationen, allerdings in der Hand von eines geübten Teams, eines geübten Chirurgen, aber auch allen anderen, die Sie hier betreuen, ist es, denke ich, ein sicheres und vielversprechendes System. Und wenn ich jetzt zusammenfassen darf, was wir zur Belastungsinkontinenz bzw. der Therapie derselben gesagt haben, dann sage ich, dass die spannungsfreien unter die Harnröhre gelegten Bänder die Standardtherapie für die Belastungsinkontinenz der Frau darstellen, insbesondere nach Versagen konservativer Therapieoptionen, dass es ähnliche Bandsysteme auch für Männer gibt, dass man umgekehrt aber auch keine Angst vor künstlichen Schließmuskeln haben soll. Nicht jeder männliche Patient ist für ein Band geeignet. Wie gesagt, der Schaden ist ja in der Regel hier durch eine Operation entstanden. Das ist immer die Frage, ist es ein Schaden der Aufhängung des Schließmuskels? Dann kann man selbstverständlich ein Band erhalten. Oder ist der Schließmuskel selber geschädigt? Dann benötigt man eben tatsächlich einen künstlichen Schließmuskel. Weil selbst wenn man einen geschädigten Schließmuskel anhebt, bleibt es ein geschädigter Schließmuskel und wird nicht funktionieren, auch in einer anderen Position nicht. Ganz kurz noch zur Dranginkontinenz. Auch hier ist im Prinzip dieselbe Logik, die dem hier folgt. Links wenig invasiv, rechts sehr invasiv. Man sollte immer links beginnen. Lebensstil- und Verhaltenstherapie-Maßnahmen sind im Prinzip dieselben, die wir gerade bei Belastungsinkontinenz besprochen haben. Deswegen würde ich das mal überspringen. Selbstverständlich gibt es Inkontinenzprodukte wie Windeln, Vorlagen, Kondomurinale, es gibt alles Mögliche, also an Hilfsmedikaprodukten, es ist keine direkte Therapie. Und Sie sehen hier, dass es schon deutlich mehr Medikamente gibt und tatsächlich ist die Dranginkontinenz, ja, also eine Domäne der Medikamententherapie neben den Tabletten und Pflastern, die man auftragen kann, können die Medikamente auch direkt in die Blase eingebracht werden, wie zum Beispiel das Botox oder Botulinumtoxin, das Sie auch aus der ästhetischen Chirurgie kennen, oder eben können Substanzen mit Hilfe von Strom direkt in die Blasenwand gebracht werden. Das bezeichnet EMDA, Electromotive Drug Application, und es gibt Blasenspülungen. Und ebenfalls denkbar sind Neurostimulationen, das heißt, Sie kennen einen Herzschrittmacher und es gibt eben auch einen Blasenschrittmacher, das zeige ich Ihnen gleich noch kurz, und auch hier steht am Ende die Blasenentfernung für Patienten mit ausgeprägter Symptomatik, die kein Ansprechen auf die vorgenannten Therapien zeigten. Ich sagte Ihnen schon, es ist eine Domäne der Medikamententherapie, die überaktive Blase, und es folgt dem Mechanismus, Sie sehen das hier, wir haben im Prinzip zwei große vegetative Nervenstränge, den Parasympathikus und den Sympathikus, und hier ist es so, dass der Parasympathikus eben eine Kontraktion der Blase hervorruft, der Sympathikus eher eine Relaxation, dementsprechend führt eine Hemmung des Parasympathikus durch Medikamente, die man hier Antimuskarinika nimmt. Das hemmt ungewollte Kontraktion, und eine Förderung eben sozusagen des Sympathikus fördert dazu noch die Relaxation, sodass die Blase möglichst entspannt ist. Das hört sich erstmal gut an. Wir haben hier, haben Sie die 8, 9 Medikamente, die zur Verfügung stehen. Wenn Sie mal jetzt genau auf die Kurve gucken, dann sehen Sie, dass es ein Problem gibt. Wir haben eine chronische, das heißt lebenslange Krankheit, aber wenn Sie mal gucken, nach etwa 300 Tagen hat die Hälfte der Patienten das Medikament schon abgesetzt. Ja, das ist ein Dilemma. Ja, warum setzen die Patienten das Medikament ab? Das möchte ich Ihnen hier in der Arbeit von Brenner zeigen, 2010 im British Journal of Urology publiziert. Das heißt, die Patienten waren mit dem Therapieerfolg nicht zufrieden. Ja, ganz große Menge. Nebenwirkungen spielen eine wichtige Rolle, zahlreiche andere Gründe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, bevor man eine Medikamententherapie einleitet, mit dem Patienten ganz realistisch die Chancen bespricht, die durch die Einnahme so eines Medikamentes bestehen, ob es sie in Normalität zurückführen kann, das ist ja das, was sich jeder Patient wünscht, oder ob es nur zu einer Symptomverbesserung kommt. Die Nebenwirkungen sollten gut besprochen werden, die sind bei den unterschiedlichen Medikamenten doch
teilweise eben auch verschieden. Und man sollte es eben auch an die sonstigen Beschwerden des Patienten anpassen, dass eine möglichst hohe Toleranz gegenüber dem Medikament besteht. Sie sehen also, hier ist wieder das Arzt-Patienten-Gespräch ganz entscheidend. Und bei Versagen, und Sie sehen das hier, kann eben das, jeder, der einen Herzschrittmacher kennt, der erkennt sofort auch die Ähnlichkeit. Und dieser Schrittmacher ist mit dem Kabel. Ich hatte, wenn Sie sich an die erste Folie erinnern, gezeigt, dass die Blase durch Nerven versorgt wird. Das heißt, das Kabel wird hier gar nicht an die Blase selbst, sondern an den blasenversorgenden Nerv gehen. Man muss das auch nicht an- oder ausschalten, müssen Sie den Herzschrittmacher ja auch nicht, sondern es sendet kontinuierlich Signale, die Ihr Wasserlassen eben normalisieren. Das Ganze muss selbstverständlich im Vorfeld getestet werden, ob man geeignet ist. Aber wenn, kann das eine sehr schöne und langanhaltende Therapieoption sein. Und die Zeit ist im Prinzip abgelaufen und ich bin auch schon am Ende des Vortrages. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen und würde mich über eine Diskussion freuen. Ich beziehe mich zunächst mal auf die erste Frage, die betrifft die Beckenbodengymnastik. Und hier wird gefragt, es gibt einen willkürlichen und einen unwillkürlichen Schließmuskel. Was ist zu beachten? Letzten Endes bezieht sich das alles, wenn Sie so wollen, auf das, was Sie als willkürlichen Schließmuskel bezeichnen, also auf den, was wir den äußeren Schließmuskel nennen, der tatsächlich Teil des Beckenbodenapparates ist, so eine echte anatomische Struktur. Der unwillkürliche Schließmuskel existiert eher beim Mann als bei der Frau, ist ein funktioneller Schließmuskel, der sehr schlecht ansteuerbar ist durch Therapie und unter anderem vor allen Dingen die Aufgabe hat, dass bei der Ejakulation, also beim Geschlechtsverkehr, der Samenerguss nach vorne, also sozusagen zur Harnröhre herausgeht und nicht in die Blase geht. Von daher beziehen sich alle beckentherapeutischen Maßnahmen auf den Beckenboden beziehungsweise den sogenannten äußeren oder willkürlichen Schließmuskel. Hier ist zu beachten, was ich schon sagte, eben, dass das Ganze unter physiotherapeutischer Anleitung ist und dass eben darauf geachtet wird, dass bei der Belastungsinkontinenz eher Kräftigungsübungen angezeigt sind, wobei man auch hier nicht übertrainieren sollte, weil es sonst zu einer Erschöpfung kommt, während bei Dranginkontinenz Entspannungsübungen sehr hilfreich sein können und überhaupt die Erfahrung, die Muskeln des Beckenbodens spüren zu können, denn das ist was man in der Regel nicht kann, wenn man nicht physiotherapeutisch angeleitet wurde. Die zweite Frage bezieht sich darauf, dass es ein Gel gibt, das bei Frauen gespritzt wird, um das Gewebe zu verdichten. Und tatsächlich ist es so, dass Hyaluronsäure, das wird ja an verschiedenen Stellen des Körpers auch von ästhetischen Chirurgen verwendet, als sogenanntes Bulking Agent, also als Verdichtungsmaterial bei Schließmuskeldefekten eingesetzt werden kann. Ich hatte Ihnen ja die Leitlinien gezeigt und da sehen Sie, dass Bulking Agents keine relevante Rolle spielen, weil es zwei ganz entscheidende Nachteile gibt. Das eine ist, dass der Effekt nur von einer gewissen Dauer ist. Es muss also alle halbe Jahr bis 12 Monate wiederholt werden, weil diese Bulking Agents nicht an der applizierten Stelle bleiben, sondern tatsächlich sich im Körper bewegen und eben bei wiederkehrenden Prozeduren ein zunehmender Vernarbungsprozess einsetzt, sodass meine Ansicht ist, und das ist, glaube ich, auch zum Teil Literaturkonsens, Bulking Agent insbesondere Patienten vorbehalten bleiben sollten, die vielleicht nicht für eine Narkose geeignet sind. Denn ein Vorteil ist dieser Substanzen, dass man sie auch in Lokalanästhesie applizieren kann oder Patienten, die aus unterschiedlichen Gründen einen beckenchirurgischen Eingriff nicht wünschen beziehungsweise nicht erhalten können. Das waren jetzt zunächst mal die beiden Fragen. Ja. Dann hoffe ich, ich konnte auch diese Unklarheiten beseitigen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und habe mich sehr über Ihre Teilnahme gefreut.